Wir haben heute Morgen den Neuherlinger See verlassen und sind unterwegs nach Wilhelmshaven. Das sind ungefähr so 50 Kilometer zu fahren. In Wilhelmshaven selber haben wir vor, das Deutsche Marinemuseum zu besuchen. Zu diesem Zweck haben wir einen kleinen Stellplatz gefunden, ungefähr so 900 Meter vom Museum entfernt. Sie sind an den Zielkoordinaten. Das Ziel liegt rechts. Der Platz an sich ist relativ klein und ist sehr familiär gehalten. Ver- und Entsorgung ist gegeben, genauso wie das Sanitär. Der Strom ist am Platze, kostet aber extra 3 Euro pro Tag und man kann das Ganze nur mit 1500 Watt belasten, das heißt mit 6 Ampere ist abgesichert. Das Sanitär, Ver- und Entsorgung ist etwa 100 Meter vom Stellplatz entfernt, also relativ gut zu erreichen zu Fuß. Wir brauchen das natürlich nicht, da wir alles im Wagen haben. Die Grauwasserentsorgung ist etwas speziell. Da sollte man schon einen Schlauch mit dabei haben, sonst hat man Probleme, auf diesen Grill zu fahren. Das Wetter ist etwas durchwachsen heute Morgen und da wussten wir nicht, ob wir das Museum besuchen sollten oder nicht. Da die Boote ja alle außen liegen, wäre schon gutes Wetter vonnöten. In der Zwischenzeit zeigt sich die Sonne, also los geht's zum Museum. Vom Campingplatz aus kommt man auch oben auf den Deich und das wollen wir uns jetzt ansehen. Von hier oben hat man schöne Blicke auf den Campingplatz, genauso gut auf das Meer. Wer etwas müde ist, kann sich sehr gerne auf diesen Parkbänken ausruhen. Etwas weiter als das Deutsche Marinemuseum ist dann die Wilhelmbrücke und die wollen wir uns jetzt zuerst ansehen. Da bin ich gespannt, was mich erwartet. Diese Brücke ist historisch und mobil und zwar hebt sie sich nicht in die Höhe, sondern dreht sich seitlich. Jedes Mal, wenn dann ein Schiff kommt, das höher ist als diese Brücke. Interessant wäre es mal, diese Brücke in Betrieb zu sehen, aber das bleibt doch wohl eher ein Traum. Auf der Brücke selber sind Ampeln, die den Verkehr regeln, da diese Brücke nur einspurig ist. Gleich hinter der Wilhelmsbrücke ist der Damm, der am Meer entlang führt und den sollte man nicht verpassen. Zurück ins Deutsche Marinemuseum, das ja das eigentliche Ziel dieser Reise wäre.
Gegenüber vom Museum hat ein Künstler einen Wert erschaffen, der aus Schrott hergestellt wurde. Ich habe dieses Projekt als sehr interessant empfunden. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von Museen, aber es sind einfach Sachen, die muss man gesehen haben. Und das Deutsche Marinemuseum ist eins davon. Der Eintritt kostet 14 Euro. Ich glaube, damit kann jeder leben. Gleich hinter der Kasse ist ein Saal, in dem man einen Einblick in den Ersten und Zweiten Weltkrieg bekommt. Wen es interessiert, kann natürlich da stundenlang sich gescheit machen. Mich persönlich hat das nicht so interessiert. Meine Welt ist doch eher die Mechanik, das Anfassen der Boote, zu sehen, wie groß das die Dinger in Wirklichkeit sind. Wenn man das im Fernsehen sieht, hat man natürlich keine Ahnung, in welcher Größe das so ein Boot ist. Gleich am Eingang ist ein U-Boot. Wir sind schon durch manche U-Boote geklettert. Das ist immer wieder sehr eng und sehr bedrückend, das Ganze. Darum lassen wir das mal hier sein. Vor jedem Boot ist eine Schautafel mit den technischen Daten. Ich werde jetzt auch hier nicht anfangen, sämtliche technischen Daten runterzulesen. Das wird auch mal wieder den Rahmen dieses Filmes hier sprengen. Für jetzt alle Details über jedes Boot preiszugeben, das wäre etwas übertrieben. Ich werde versuchen, eine gute Rundumsicht über dieses Museum zu filmen, respektive zu schneiden, damit jeder sieht, auf was das er sich einlässt. Nach mehreren Leitern steigen, kommt man dann auf der Kommandobrücke heraus. Die ist natürlich sehr interessant für technisch Versierte. Ab der Kommandobrücke wird man durch das Innere des Schiffes gelotst. Es wird gezeigt, in welcher Enge diese Matrosen auf dem Schiff hier gelebt haben, wo sie gegessen haben, wo sie geschlafen haben. Ich kann leider Gottes nicht alles zeigen, das würde mal wieder den Rahmen sprengen. Daher werde ich versuchen, einen guten Durchschnitt euch zu zeigen. Wie gesagt, da waren über 300 Mann auf diesem Zerstörer hier. Und im Großen und Ganzen wird das Leben gezeigt, wie sie auf See gelebt haben. Den Rundgang habe ich jetzt mal hinter mir. Liebe Freunde, ich glaube, ich habe euch jetzt eine Übersicht über das Ganze gegeben. Durch so ein Schiff zu klettern ist nicht so einfach. Es ist einfach eng, man muss aufpassen, dass man sich nirgendwo anstößt. Die Treppen sind sehr steil, rauf und runter klettern ist anstrengend. Ist zwar sehr schön, aber irgendwo ist man doch mit über 60 am Ende seiner Kräfte und sollte sich dann stärken. Prost alle miteinander! Was noch zu sagen bleibt über das Deutsche Marinemuseum, sämtliche Schiffe und Artefakte, die da ausgestellt sind, sind rund aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also gegenüber von heutzutage ist es nur noch ein Haufen Schrott, der auf dem Wasser schwimmt. Heute Abend haben wir vor, für im Restaurant an Bord zu dinieren. Laut Google Maps hat es eine Rezession von 4,5 und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was uns erwartet. Das Restaurant ist ungefähr so 300 Meter vom Stellplatz entfernt, also gut zu Fuß erreichbar.
Wie man auf dem Foto sehen kann, hat das Restaurant an Bord innen ein sehr maritimes Aussehen. Wir haben das relativ als schick empfunden. Der Tresen ist ein nachgebautes Boot und der Platz innen ist relativ angenehm. Man hat Platz. Es ist nicht Tisch an Tisch wie in anderen Restaurants. Wir hatten gegessen als Vorspeise zwei Suppen, einmal eine Tomatensuppe und dann noch eine Fischsuppe. Als Hauptgericht wurde dann ein Fischgericht bestellt auf Nudeln und ich hatte ein Schnitzel mit frischen Champignons und Bratkartoffeln. Auch der Nachtisch kann sich sehen lassen. Und als Getränke hatten wir zwei Bier und zwei Radler, dazu noch zwei Espresso. Und das Ganze hat gekostet rund 80 Euro. Für den Preis kann man sich nicht beklagen. Wir werden heute Morgen diesen Stellplatz hier verlassen. Richtung Cuxhaven werden wir fahren. Das sind ungefähr 120 Kilometer von hier. Also die werden wir gut in 2 Stunden erreichen. Wir werden uns da auf die Platte stellen. Die liegt am Hafen. Und ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet. Doch bevor wir den Start nehmen, werden wir noch das Grauwasser und die Chemietoilette entsorgen. Und ich werde euch zeigen, wie ich das anstelle, da es unmöglich ist, mit dem Rohr vom Grauwasser auf den Gitterrost zu fahren. Hier sieht man jetzt, wie das Wasser abgelassen wird, also das Grauwasser. Und mit dem Rad kann man nicht hier drauf fahren. Also habe ich mir das hier einfallen lassen. Das ist eine einfache Plastiktülle. Die wird auf hier reingesteckt. Und dann, dann kann man das Ganze laufen lassen. Wie man sieht, das läuft perfekto. Ich hatte mal so ein Tutorial gemacht. Wer jetzt auf meiner Seite stöbert, kann sich das Tutorial angucken. Das wäre es gewesen von mir. Wir werden jetzt Richtung Cuxhaven weiterfahren. Wir wären mal wieder am Ende dieser Reportage. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wärt. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Und dann sage ich mal wieder, bleibt gesund. Tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Mal.